und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight Lore. Heute dreht sich alles um die Erinnerungen von Michaela Reid und bald im Nebel. Erinnerung 1306. Michaela streicht sich über den Nacken und macht sich bereit, eine Geschichte zu erzählen. Ihr Gesicht ist warm, ihr Hals fühlt sich eng an und ihre Beine wie Brei. Sie redet sich selbst gut zu. Reiß dich zusammen. Aber sie kann sich nicht zusammenreißen. Jeder Atemzug ist ein Kampf. Jede Bewegung ein Stich in den Bauch. Ihr Herz pocht wie wild in ihren Ohren. Ihr Hirn spürt die Bedrohung und ihre Adrenalindrüsen setzen eine plötzliche Welle von Hormonen frei. Adrenalin, Cortisol, das Pochen wird schneller, während die Angst sie lähmt. Aber diese Angst ist nichts Körperliches. Sie hat keine Angst davor, bei lebendigem Leibe verbrannt oder von einer Klippe gestoßen oder in eine dunkle Grube mit sich windenden Giftschlangen geworfen zu werden. Sie hat Angst davor, vor Fremden auf der Bühne zu stehen und ihnen eine Geschichte zu erzählen. Wenn man Leute nach ihrer größten Furcht fragt, findet sich immer wieder dasselbe ganz oben auf der Liste. Öffentliches Reden. Warum ist das so? Warum haben wir so viel mehr Angst, uns zu blamieren, als verstümmelt zu werden? Das Geschichtenerzählen ist so alt wie die Geschichte der Menschen selbst. Und Michaela weiß, dass es in den Genen verankert ist. So erzählt sie sich die Welt. So erzählt sie sich ihre eigene Person. So verbindet sie sich mit anderen und kommuniziert ihre Wahrheit. Diese Verbindung zu finden, ist Michaelas Sucht. So könnte ihre Geschichten schreiben, damit sie belesen oder von jemand anderem vorgetragen werden. Aber Michaela weiß, dass sie mehr braucht. Viel mehr. Sie braucht die Furcht, das Adrenalin, das Kampf- oder Fluchtgefühl. Aber vor allem braucht sie diese intensive Verbindung zu ihrem Publikum. Damit sie sieht, was sie sieht. Das glaubt, was sie glaubt. Das fühlt, was sie fühlt. Alle Blicke ruhen auf ihr. Alle lauschen jeden ihrer Worte. Am Donnerstag darf im Moonstone jeder seine Geschichte vortragen. Sie hat alle ihre Freunde dazu eingeladen und sie will sie nicht enttäuschen. Sie will sich selbst nicht enttäuschen. Kapitel 2. Erinnerungen 1307. Michaela sitzt am Küchentisch und versucht, etwas zu schreiben, aber nichts ist gut genug. Jeder Einfall ist geistlos, langweilig, albern. Alles, was ihr einfällt, gibt es schon. Sie will die tiefsten Ängste der Menschen ansprechen, sie in eine andere Wirklichkeit mitnehmen, sie hypnotisieren, sie verzaubern. Und dafür braucht sie eine gute Geschichte. Eine überragende Geschichte. Eine, die einem nicht mehr loslässt. Eine, die Fragen aufwirft, für die das Publikum Antworten braucht. Denn vor ihren Freunden zu stehen, ist das eine, aber vor Fremden etwas anderes. Ihr Magen dreht sich um, ihr ist übel. Sie will ihre Angst und das Stück Bananenbrot loswerden, das sie zu Mittag gegessen hat. Sie liebt Kaffee, aber das ganze Koffein trägt nicht wirklich dazu bei, ihre Aufregung zu lindern. Warum würde ihr überhaupt jemand zuhören wollen? Was hat sie denn zu sagen, was andere Leute hören wollen? Deswegen muss ihre Geschichte perfekt sein. Überraschend, erschreckend, fesselnd, schockierend, makellos. Originell. Und keine ihrer Ideen scheint gut genug zu sein. Keine einzige. Kapitel 3. Erinnerungen 1308. Michaela lässt den letzten Stammgast aus dem Moonstone und schließt dann die Tür ab. Sie wäscht alle Becher und Tablets und Löffel, reinigt die Espressomaschine und schaltet sie aus, putzt den Kühlschrank, fegt den Boden. Sie arbeitet, bis sie ganz müde ist, bevor sie sich hinsetzt, um zu schreiben. Die Angst übermannt sie fast sofort. Schweiß sammelt sich auf ihrer Stirn, tropft von ihrer Nase, landet auf dem gelben Notizblock und verwischt die Tinte. Es ist nicht das Versagen, das ihr solche Angst macht. Es ist das Exil. Verbannung. Aus dem Stamm gejagt zu werden. Isoliert. Allein. Allein. Sie war in der zweiten Klasse in eine neue Schule gekommen und kannte dort niemanden. Beim Mittagessen saß sie alleine und wollte ihr Thunfisch-Sandwich essen, brachte aber keinen Bissen hinunter. Sie hatte keinen Appetit, nur einen Knoten in ihren Hals.
Sie kann sich noch an diese Einsamkeit in ihren Knochen erinnern. Diese Einsamkeit ist noch furchterregender als der Tod. Es ist eine grundlegende Angst. Sie hatte versucht, eine Geschichte im Moonstone zu erzählen, aber es war nicht wie geplant gelaufen. Sie hatte die Geschichte auswendig gelernt, damit sie nicht immer auf ihr Blatt hinabsehen musste. Aber ein Blick ins Publikum und sie hatte jedes Wort vergessen. Sie stand wie erstarrt da, wie eine Idiotin. 10 Sekunden fühlten sich an wie 10 Minuten. Und schließlich ging sie einfach. Ihr ist immer noch warm von der Beschämung, die sie im Nacken spürt. Wenn Komiker niemanden zum Lachen bringen können, nennen sie es Sterben. Es ist schlimmer als Sterben. Kapitel 4 Erinnerung 1309. Michaela weiß, dass ihre Angst tief verwurzelt ist, in einem winzigen Teil ihres Gehirns, der Amygdala heißt. Es ist ein Instinkt. Es geschieht automatisch. Aber dieses Wissen hilft nicht. Sie muss diese Angst durchbrechen. Sie muss all diese Stimmen in ihren Kopf verstummen lassen. Alle, die je auf sie herabgeschaut haben, sie je heruntergemacht haben, an ihr gezweifelt haben, ihr das Gefühl gegeben haben, sie wäre nicht genug. Wie ihre Lehrer. Wie Mrs. Stenson, ihre Lehrerin in der 2. Klasse, die keine Ahnung hatte, wie man Legastheniker unterrichtet und ihr das Gefühl gab, sich jedes falsch geschriebene oder gelesene Wort schämen zu müssen. Wie Mr. Brandys, ihr Englischlehrer in der 10., der ihr Geschichten mit roter Tinte vollschmierte. Immer die rote Tinte. Er hatte so viele dumme Regeln. Keine Wörter wiederholen, keine zu langen Schachtelsätze, keine Konjunktionen am Satzanfang, keine Präpositionen am Satzende. Verbote, Verbote, Verbote. Alles, was er konnte, war, Verbote aufzustellen. Sie an ihren Instinkten und ihrer Intuition als Geschichtenerzählerin zweifeln zu lassen. Ihre Freunde und ihre Kreativität mit Regeln zu töten, die niemals echte Regeln waren. Regeln, die ihre Geschichten zu unsympathischen, erfundenen, künstlichen Gebilden machten. Dabei wollte sie, dass ihre Geschichten das Gegenteil waren. Das genaue Gegenteil. Sympathisch, einladend, ehrlich. Michaela hat oft mit Brandys über seine sogenannten Regeln diskutiert und darüber, dass einige der besten Geschichten fast jeden Satz mit einer Konjunktion begannen. Sie hatte Brandys sogar gefragt, wo diese Regeln überhaupt herkämen, und er konnte es ihr nicht sagen. Er konnte es ihr nicht zeigen. Zumindest nichts Offizielles. Nur ein Stilratgeber, der dem Nächsten widersprach. Michaela schloss daraus, dass vor langer Zeit ein Lehrer seinen bevorzugten Stil als Regelwerk verkaufte und diese fehlgeleiteten Schüler dann stilistische Falschinformationen verbreiteten. Sie erinnert sich an einmal, als Brandys ihr eine Geschichte zurückgegeben hat. Sie erinnert sich, dass er sich auf ihren Tisch gelehnt hat. Sie erinnert sich an den Geruch, der Geruch vom billigen Rasierwasser, das einen vergeblichen Kampf gegen seinen Körpergeruch ausfocht. Sie hörte seine hässlichen Worte jedes Mal, wenn sie einen Stift in die Hand nimmt. Manche Menschen werden als Schriftsteller geboren, du nicht. Keine Sorge, es ist nicht deine Schuld, du bist einfach so. Doch trotz all dieser Negativität konnte sie dennoch eine kleine Flamme der Inspiration am Leben erhalten. Eine flackernde Flamme, die von all den Schriftstellern genährt wurde, die sie liebte. Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Shirley Jackson. Sie machten sich keine Gedanken über Regeln. Sie erschufen einfach ihre Charaktere, erzählten ihre Geschichten, bauten ihre Welten. Kapitel 5 Erinnerung 1310. Etwas an dieser Frau hält andere auf Abstand. Vielleicht ist es ihre Intensität, vielleicht auch ihre Distanziertheit, ihre Andersartigkeit. Selbst an diesem dunklen, gefährlichen Ort scheint sie eine tiefgehende Verbindung mit der Natur zu haben. Mit den Bäumen, den Sträuchern, den bei Nacht blühenden Blumen, den Kletterranken, den Grillen, die ihr Abendlied zirpen. Mit den Motten, die von den kleinen Lichtflecken angezogen werden, die den dichten, schwarzen Nebel durchbrechen. Mit den Ratten, die durch das Unterholz huschten. Sie könnte stundenlang zusehen, wie eine Spinne ihr Netz webt. Das interessiert sie. Die Lebewesen, die an diesem düsteren, unwirtschaftlichen Ort weiterbestehen. Sie kann Menschen nicht so lesen, wie andere das können.
Sie kann einer anderen Person nicht ins Gesicht schauen und verstehen, was diese fühlt. Die Sprache der menschlichen Gefühle ist für sie nicht zu entschlüsseln. Ihre freundlichen, klugen Augen sind von einer großen Plastikbrille umrahmt. Sie hat einen dunklen Ton. Ihr rabenschwarzes Haar bildet eine weiche, hübsche Wolke aus engen Korkenzieherlocken und Zöpfen. Sie bewegt sich im dunklen Nebel und ihre Haut kribbelt vor Furcht. Es gibt Gefahren an diesem Ort. Raubtiere. Monster. Den Gestank des Todes. Das ekelhaft süße Aroma von verwesendem Fleisch. Die Luft ist feucht. Kalt. Plötzlich hören die Grillen auf zu zirpen. Die schlagartige Stille lässt sie innehalten. Sie wartet. Lauscht. Hält im Atem an. Ein kehliges Brüllen durchschneidet die Luft hinter ihr. Sie dreht sich um und blickt in ein vernarbtes, unförmiges Gesicht. Ein Monster, das eine laute Kettensäge hält. Aufgeschreckte Krähen fliegen von den Bäumen. Michaela schreit gemeinsam mit der Frau und wacht abrupt auf. Sie liegt schweißgebadet im Dunkeln. Ein Albtraum. Kapitel 6. Erinnerungen 1311. Ein Angsttraum. Mehr war es nicht. Julian ist sich recht sicher. Sie trinken Kaffee auf der Veranda des Moonstone und gerade scheint alles wieder normal. Sicher. Sie sitzen im Sonnenlicht und nippen an einem Latte. Warum habe ich denn immer noch solche Angst? Es fühlt sich an, als wäre ich noch immer mittendrin, als hätte der Albtraum nie geendet. Julian zuckt mit den Schultern. Der Verstand macht sowas. Er hilft uns, unsere Ängste im Schlaf zu verarbeiten. Du hast nur Angst davor, auf die Bühne zu gehen und deine Geschichte zu erzählen. Michaela nimmt einen Schluck von ihrem Kaffee. Sie schüttelt den Kopf. Ich habe nicht mal eine Geschichte. Julian nimmt ihre Hand. Du machst es dir schwerer, als es sein müsste. Er schiebt seinen Stuhl zurück. Steht auf. Weißt du, was du brauchst? Du musst wahre Angst kennenlernen. Ein Grauen, das dir durch Mark und Bein geht, dich zittern lässt, bei dem du nicht mehr klar denken kannst. Julian ist manchmal echt ein Idiot. Was schlägst du vor? Der Steinbruch. Aber du weißt doch, dass ich Höhenangst habe. Und genau deshalb musst du einfach still sein und springen. Kapitel 7. Erinnerung 1312. Die Angst treibt sie vorwärts. Sie rennt. Ihre kräftigen Beine tragen sie immer tiefer in den dunklen Wald hinein. Schemenhafte Bäume erscheinen im Nebel, während sie zwischen ihnen hindurchjagt. Etwas drängt sie, stampft. Welches Raubtier es auch immer auf den Fersen ist, es ist hartnäckig, riesig, kräftig. Es knurrt, faucht. Es ist wütend, unnachgiebig. Es bricht durch das Gebüsch hinter ihr, nur gesteuert von seinem Hunger. Der Überlebenswille dieser Frau ist beeindruckend. Michaela beobachtet sie und lebt gleichzeitig in ihr. Lebt in ihrer Haut, während sie um ihr Leben rennt. Michaela hat sich noch nie so mächtig gefühlt. So stark. Die Welt verschwimmt um sie herum, während die Bestie hinter ihr zu ihr aufschließt. Sie rast zwischen einigen Bäumen hindurch und wird von Nebel umschlossen, als der Boden schwindet und sie in den Abgrund stürzt. Sie fällt, stürzt durch den endlosen Nebel. Plötzlich wacht sie auf. Ihr Bett ist feucht von Schweiß und sie liegt mit pochendem Herzen in der Dunkelheit. Der Stunt im Steinbruch hat nicht geholfen. Kein bisschen. Michaela sammelt sich. Sie hat schon ähnliche Albträume gehabt. Aber in diesen Träumen haben sich ihre Beine schwer angefühlt. Wie Gummi. Als würde sie durch Sirup laufen. Als könnte sie nicht entkommen. Dieses Mal war es anders. Es hat sich so lebhaft angefühlt. So echt. Sie war nicht sie selbst. Sie war jemand anderes. Jemand namens Meg? Oh, Meg? Ihre Albträume fühlen sich an, als wären sie mehr als nur Albträume. Fenster vielleicht in eine andere Realität. Oder vielleicht hat sie auch nur zu viele Comicbücher gelesen. Kapitel 8. Erinnerung 1313. Julian sitzt Michaela an ihrem kleinen Küchentisch gegenüber. Du läufst vor deiner Angst davon. Aber warum bin ich denn jemand anderes?
weil du eine Schriftstellerin bist. Sie schüttelte den Kopf. Nein, ich bin eine Geschichtenerzählerin. Was ist der Unterschied? Da ist ein großer Unterschied. Okay, wie auch immer, du bist eine Geschichtenerzählerin. Und als Geschichtenerzählerin bist du alle deine Figuren. Du lebst in ihnen und sie leben in dir. Das bedeutet nicht, dass du eine andere Realität durchlebst. Aber was, wenn ich keine echte Geschichtenerzählerin bin? Du willst jetzt doch nur ein Kompliment hören. Nein, ich meine es ernst. Vielleicht bin ich nur eine Schwindlerin. Mick, komm schon. Sei nicht so hart mit dir. Du musst nur loslassen. Ein Risiko eingehen. Von der Klippe springen. Mit dem Kopf voran in den Nebel, von dem du immer sprichst. Wenn du dich dieser Angst stellst, wird sie dich nicht mehr verfolgen. Ich glaube nicht, dass das je aufhört. Julian steht lachend auf. Also gut, ich komme jetzt offiziell spät zur Arbeit. Er eilt aus der Küche. Michaela trinkt ihren Tee aus und springt dann unter die Dusche. Unter der Dusche kann sie am besten nachdenken. Und als das heiße Wasser über ihren Rücken läuft, denkt sie daran, was Julian gesagt hat. Sind ihre Albträume Nachrichten aus ihrem Unterbewusstsein? Carl Jung glaubte, dass unser Unterbewusstsein mit einem kollektiven Unbewussten verbunden ist, das jede Menschenseele mit urzeitlichen Symbolen und uralten Archetypen verbindet. Deswegen sind so viele Ängste und Phobien universell. Deswegen haben so viele Kulturen dieselben Geschichten und Mythologien. Ihre Muskeln lockerten sich unter dem heißen Strahl. Und sie erinnert sich an einen Schreibzirkel, in dem sie vor etwas namens Déjà-vuismus gehört hat. Die Idee ist, dass menschliche Gehirne sich mit Spiegelwesen auf derselben Wellenlänge in einer anderen Dimension verknüpfen können. Ein Mann in der Gruppe glaubte, dass seine innere Stimme nur eine andere Vision seiner selbst in einer Paralleluniversum war. Die anderen im Zirkel lachten, sie aber nicht. Sie erzählte sogar eine ihrer Geschichten, die auf einem wiederkehrenden Albtraum basierte. Das heiße Wasser wird kühler und Michaela drehte es schnell ab, als ihr ein Geistesblitz ereilte. Was, wenn sie von Dingen träumt, die in einer Art Multiversum tatsächlich passierten? Was, wenn diese Welt der Albträume keine Existenzebene ist, die von der Realität, die wir täglich erlebten, abgetrennt ist? Was, wenn es nur eine von vielen Realitäten ist, die alle gleichzeitig existierten? Und wenn es tatsächlich mehrere Realitäten gibt, dann könnte jede Geschichte, die sie sich im Schlaf oder tagsüber ausdenkt, ein Blick in eine andere Existenzebene sein. Michaela zittert vor Aufregung. Vielleicht gibt es bereits alle Geschichten und sie warten nur darauf, von ihr entdeckt zu werden. Vielleicht sollte es beim Schreiben wieder weniger darum gehen, sich selbst zu quälen und zu kritisieren, sondern eher darum, sich die Möglichkeiten im Garten der Unendlichkeit zu öffnen. Kapitel 9. Erinnerung 1314. Michaela geht voller Vorfreude ins Bett, ohne Angst. Jetzt verfolgt sie ihre Albträume. Freut sich darauf, in sie hineinzurutschen. Erwartet voller Spannung die zweite Realität, die die Unendlichkeit des Multiversums bietet. Ein dunkler Burghof, aufgespießte Leichen, umgeben einen schluchzenden Mann. Er kniet auf der Erde, als sich ein schwarzer Nebel lichtet und noch mehr blutige Leichen enthüllt. Er schreit einen Namen. Der schreiende Mann trägt keine mittelalterliche Kleidung. Er trägt Jeans, ein schwarzes T-Shirt, Laufschuhe. Michaela sieht jetzt auch andere. Einige tragen Kopfhörer und Klemmbretter. Das Mauerwerk ist in Wahrheit bemaltes Holz. Die Schutzwälle sind aus Karton. Die Leichen sind Puppen, die nur wie Tote aussehen. Sie sieht Lichter, eine Kamera. Ein schluchzender Mann, der seine größte Angst durchlebt. Den Verlust von jemandem, den er zutiefst liebt. Von der Dunkelheit geraubt. Vom Nebel geraubt. Immer dieser Nebel. Michaela schreckt auf und erwacht. Dieses Mal ist sie nicht von Angst erfüllt. Sie ist erfüllt von Inspiration. Sie sucht in ihrer Schublade nach einem Text, den sie vor Jahren begonnen hat. Sie findet den ersten Entwurf und überarbeitet ihn, solange die Bilder noch frisch in ihrem Kopf sind. Die Geschichte fließt aus ihr heraus, als würde sie ihr jemand diktieren. Als würde sie etwas aufschreiben, das schon geschehen ist. Denn das ist es auch. Aber als Michaela die Geschichte laut vorliest, klingt sie immer noch langatmig.
fantasielos, klobig. Sie hat keinen Rhythmus, keine Form, keinen Spannungsaufbau. Keine lebendigen Momente für einen Vortrag. Etwas stimmt nicht. Etwas blockiert sie. Und sie versteht schnell, was es ist. Sie hält sich unterbewusst immer noch an diese Regeln. Dieser stickenden Regeln, die man ihr in der Schule jahrelang eingetrichtert hatte. Und deshalb fließt die Geschichte nicht. Sie fühlt sich nicht lebendig an. Sie fühlt sich gekünstelt an. Schwer. Tot. Und warum? Weil sie immer noch zögert, Regeln zu brechen, die eigentlich nie Regeln waren. Verdammt! Was ist nur mit mir los? Warum schaffe ich es nicht? Michaela eilt ins Wohnzimmer und nimmt sich ein paar ihrer Lieblingsbücher. Sie alle brechen die Regeln. Jeder einzelne. Jeder Schriftsteller, der sie je fasziniert hat. Twain, Faulkner, Dickens, Poe. Brandis hätte ihnen allen eine 6 gegeben. Und sie kann sich gar nicht vorstellen, was er mit dem gewitzten jungen Shakespeare gemacht hätte. Shakespeare, der frei von den Fesseln war. Die Lehrer und das Fließbanddenken dem Geist auferlegten. Shakespeare, der frei war, seine eigenen Regeln und Wörter zu kreieren, ohne sich dafür zu entschuldigen. Der sich keine Gedanken darüber machte, was irgendeine Autorität oder ein Kritiker sagte, auch wenn sie viel zu sagen hatten. Und Michaela weiß, dass er sich diese Freiheit nach einer schweren Depression verdient hatte, nachdem sein erstes Stück ein Reinfall gewesen war und er 5 Jahre lang keine Schreibfeder mehr angefasst hatte. 5 Jahre. 5 Jahre machte er sich Gedanken über das Geschichtenerzählen, bis er sich endlich von den Meinungen anderer losreißen konnte. Aber sie hat keine 5 Jahre Zeit, um sich Gedanken über das Geschichtenerzählen zu machen, obwohl sie sich so sehr sehnt nach shakespearerischer Freiheit. Wie erreiche ich diese Art von Freiheit, nachdem ich jahrelang versucht habe, anderen zu gefallen? Shakespeare hat seine eigenen Wörtern und Regeln erschaffen, deswegen ist er unsterblich. Aber ich muss gar nicht unsterblich sein. Ich muss nur eine gute Geschichte erzählen. Michaela verbannt alle negativen Gedanken aus ihrem Kopf und beschließt, die Geschichte zu erzählen, die sie erzählen will. Sie muss die Geschichte destillieren, sie auf ihren Kern reduzieren, alles weglassen, was sie nur verlangsamt. Passives in Aktives ändern, Wörter verwenden, die perfekte Bilder in der Fantasie erschaffen. Und wenn ihr das richtige Wort fehlt, dann erfindet sie eben einfach eins. Genau das wird sie tun. Sie wird eins erfinden. Dieser rebellische Gedanke inspiriert sie aber nicht nur, er macht ihr auch Angst. Er macht ihr furchtbare Angst, denn sie hat gelernt, das Endergebnis zu würdigen und nicht die Mühe, die Suche und den Kampf, den sich jeder Künstler stellen muss, um sich zu befreien, um wahrhaft frei zu sein. Die Fesseln sind immer noch da. Sie fühlt, wie sie von ihnen zu Boden gezogen wird, aber sie sind nicht mehr so schwer wie früher. Und auch wenn sie noch keine shakespearerische Freiheit haben mag, kann sie so tun, als ob. Fürs Erste. Und jetzt steht sie auf und geht ins Wohnzimmer auf und ab. Während sie den ersten Entwurf ihrer Geschichte vorliest. Sie findet Stellen für dramatische Pausen, Stellen für eine Geste, Stellen, an denen sie schneller werden kann, Stellen, die das Publikum keuchen oder aufschreuen lassen werden. Sie wird nicht nur für sie spielen, sondern mit ihnen spielen. Und sie wird die Geschichte nicht nur erzählen. Sie wird sie durchleben, damit das Publikum dies ebenfalls wird. Kapitel 10. Erinnerung 1315. Das Moonstone-Café ist totenstill und unglaublich besucht. Michaela hat ihre Geschichte geschrieben, umgeschrieben, verfeinert und poliert. Hat sie allein und ihren Freunden vorgelesen. Jedes Wort ist mit Bedacht gewählt. Jeder Moment, jede Bewegung, jeder Atemzug. Sie hat alle Schnörkel entfernt, alles Irrelevante. Alles, was jetzt noch übrig ist, ist das, was zum Erzählen der Geschichte wirklich notwendig ist. Sie betritt die winzige Bühne und beherrscht den Raum. Das Licht verdunkelt sich langsam. Sie wartet, bis das Publikum schweigt. Dann räuspert sie sich und fängt an. Wer hier glaubt an die Liebe? Ich meine so richtig. Einige Leute im Publikum heben die Hand und bestätigen es mit einem kurzen Kommentar. Michaela nickt. Die Liebe lässt uns verrückte Sachen machen, nicht wahr?
Einige Menschen im Publikum lachen, andere wirken nachdenklich. Michaela lächelt. Manche wenden sich für die Liebe von ihrer Familie ab. Manche geben für die Liebe Reichtum und Macht auf. Manche gehen für die Liebe sogar durch die Hölle. Aber im Kosmos gibt es Orte, die noch viel schrecklicher sind als die Hölle. Orte, an denen der Tod erst der Anfang ist und man um seine Seele fürchten muss. Würdest du an solch einen Ort reisen, um die Person zu retten, die du liebst? Michaela hält inne und zeigt auf einen Mann im Publikum, dann auf eine Frau, auf noch eine. Kennt ihr jemanden, der das tun würde? Meine Frage ist eigentlich, kann Liebe wirklich alles überwinden? Sie genießt das Schweigen ihres gefesselten Publikums und neigt sich nach vorne, spricht eine Oktave tiefer, damit das Publikum die Ohren spitzen muss. Und gerade als die Spannung nahezu unerträglich wird, beantwortet sie ihre Frage mit einer Geschichte.